Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu Let's Play The Vampire Masquerade Bloodlines. Ja, wir haben letztens hier Typen besiegt. Ich habe ja noch gewartet, bis mein Leben voll war. Das können wir, glaube ich, alles nicht benutzen, oder? Ich muss kurz mal die Steuerung ein bisschen umstellen. Springen lehrt das. Der Crouchen möchte ich bitte auf Q haben. Danke. Aufwärts schwimmen ist P. Und ja, das ist aktuell noch. Okay. Angriffsmodus wechseln, Tab. Kurz mal ausprobieren, was das ist. Das ist Blocken. Okay. Und wenn ich eine Waffe habe, ist das nix. Okay. Waffe nachladen, eher Vampirkraft einsetzen. Aktive Disziplinen beenden. Benutzen. Gehen. Nahkampf, Fernkampf, Rüstung, Inventar. Letzte Waffe. Hotkey-Menü, K, Trinken, F. Das passt schon so. Charakter-Editor, das passt auch. Waffe half, dann ist H. Okay, Auftragsbuch ist L, was auch, Third-Person-Kamera Y, Mausblick, Screenshot. Ja, ich würde sagen, das passt alles so. Das heißt, mit H kann ich die Waffe weg und auspacken. Okay, aber jetzt brauchen wir vorerst erstmal das. So. Locking. Bleibt er da jetzt stehen, packt er da jetzt fest, muss ich den jetzt bekämpfen? Scheint so. Leute, bewegt sich da nicht mehr weg. Oh, da kommt man rein. Bewegt sich der auch irgendwie weg? Vielleicht bewegt er sich jetzt ja weg. Ich würde den gern ablenken, aber ich habe nichts zum Werfen. Und jetzt steht er nur da mit gezogener Knarre und guckt. Bewegt sich kein Millimeter, das regt mich halt so auf. Na, wie lange willst du da noch stehen bleiben, Dude? Was war denn das? Was haben wir da gerade aufgenommen? Kann ich den Ring? Ne, den kann ich nicht equippen. Sieht aus wie ein Verlobungsring für ein Mädchen, das regelmäßig den Geldautomaten plündert. Von dem kann man 10 haben, alles klar. Pillen. Östrogen, nicht geeignet für Männer. Die Kopie einer viel teureren Uhr. Ein starker Flüssigsprengstoff. Okay, da haben wir dann ein Autoradio. Der Gebüsch. Ja, das hatten wir schon. Und ein Schlüsselbund, wo keine Schlüssel dran. Doch! Schlüssel zur Krankenhaustreppe, Schlüssel zur Galerie Noir und Karons Wohnungsschlüssel. Dann haben wir Geld und einen Dietrich. Aber das, was ich gerade aufgenommen habe, kann ich nicht nehmen. Hier haben wir Ding, kann ich nicht nehmen. Oh. Oh.
Das sind ja einige. So, Waffe bitte. Waffe bitte. Ja, das kann ich beides nicht nehmen. Dann kann ich mich ja da drin trotzdem umgucken. Wenn wir schon so bei sind. Also wie schnell der jetzt aufgestanden war. Ja, da, Munition. Okay, da komme ich nicht durch. Warte, da war sonst nichts, oder? Nee. Pop, raus hier. Au, alles klar. Die explodieren, dann müssen wir drauf schießen. Wird. Okay. Dann recken wir mal Leben, würde ich sagen. Und schleichen wieder ein bisschen. Ja, mach dein Geschäft. Viel zu schnell hat er sich jetzt umgedreht. Okay, das Leben ist ja gleich wieder voll. Das Leben ist voll. Ich wollte nur kurz gucken, ob man da auch irgendwo rein kann. Kann man. Das muss ich bei lockpicken. Hab ich verkackt. Gut, dann gehen wir da hinten entlang. Weil anders bleibt uns ja eh nicht übrig. Dann nehme ich noch einen Schluck Energy. Ah. Dort muss ich auch lockpicken. Success. Da unten ist noch Money. Das weiß ich noch. Ist das hier schon? Okay, wenn ich da reingehe, könnte ich... Jetzt bewegen sie sich auf einmal. Okay, ich muss weg. Weg, 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 weg. Warum ist das jetzt abgeschlossen? Das war ja gerade nicht abgeschlossen. Da bin ich reingekommen. Ich finde schon meine Auswege. Ein Wolf? Ah, ein Werwolf. Ah, Werwolf. Das war ich nicht. Das war mein böser Zwilling. Hast du nicht den Schnurrbart gesehen? Explosionen erinnern mich immer an meine Kindheit. Ich jage gerne Dinge in die Luft. Bist du jemals in die Luft gejagt worden? Hopefully no Sabbat saw you escape. They can be somewhat antagonistic. Bist du der große böse Wolf? Freund, Gegner, Ende, Ende oder ganz? I see my reputation for once does not precede me. My name is Beckett. I haven't been following you per se. We just coincidentally been at the same places at the same time, for different reasons. So sorry if I had nervous. Ich wollte eigentlich zwei drücken und nicht eins. Have you by chance seen or felt anything strange since your embrace? Ich sehe tote Menschen. Die Schwester des Barons ist sie selbst, ist sie selbst. Zwei Geister, ein Gesicht. Seltsam, nein. Something to look forward to, eh? Mehr gibt es nicht, dass mir das erwähnen wert ist. Most of my contacts here report sensing something unusual in the night air. Like a sense of dread or pressure. But I'm not a native to these parts, so I can't tell if it's irregular. And since you're so fresh, perhaps
not attuned to it. Pleasure meeting your acquaintance, but there are rumblings for me to discredit. We shall, I'm certain, meet again. Or never again. Good night, young one. And be careful. You're very likely being hunted by the Sabbat. Wiedersehen, Wolf. Kaboom. Kaboomchen. Kaboomchen, kaboomchen, kaboobooboomchen. Nice work, Cupcake. I felt that explosion a mile away. Howling for clues, too. Man, there's gonna be some pissed off Sabbat just howling for blood tonight. Kennst du Beckett, den edlen Wilden? Beckett? Why do I love him? Why? Den kenne ich, warum? Wir haben Worte ausgetauscht, die tun den Stimmen sagen mir, er sei nahe. No kidding. Something major happening if he's in town. Beckett is a historian of sorts. He's unearthed more vampire lore than anyone. But that's all Beckett does. Seek the truth behind our condition. Was Beckett hier tut, die Wahrheit über unseren Zustand suchen. Ich sterbe nach Antworten aus deinem brodelnden Hirn. Du bist wirklich wunderscheußlich, Lebewohl. Like what? Kläre mich über die Clans auf. Kannst du mir über die Sekten Aufschluss geben? Du weißt Dinge über jemanden, die mir verborgen sind. Ich bin schon fort. Yeah. Erzähl mir vom Spaßmacherprinz. Prinz. Chester. You call McCroy a Chester? You know I better watch that muscle. Anyway, what am I gonna say? Yeah, he's the boss now. Er ist jetzt der Boss. Kläre mich über die Clans auf. Offenbare mir die Bruja. Schneller als Verachtung. Und darum geht es den Bruja. Eifersucht und Verachtung. Kehre mich über die Clans auf. Sage mir, was du über die Gangrel weißt. They fancy themselves loners and drifters running around the countryside and barking at the moon. It's all just an act. Gangrel can walk upright. They just choose not to. Können aufrecht gehen, sie wollen nur nicht. Kläre mich über die Clans auf. Sure. Enthülle den Mythos der Malkavianer. Also, ich... Malkavianer. Interesting. There's something to them. Learning to sort the wisdom from the bullshit can be some work, and not all of them are worth listening to, but they're all good fun, if you ask me. Wenn du mich fragst, gut. Sure. Ein anderer Clan. Gib mir Wissen über den Nosferatu. The Nosferatu are damn good at what we do. No one even argues that. If you need to know, if you want it found, you come to us. We're indispensable. Not a bad place to be in the afterlife. Das Schicksal meint es gut mit deiner üblen Visage. Kläre mich über die Clans auf. Sure. Anderer Clan. Verkünde mir das Können der Toreador. I don't rub elbows with the strikers much, but I've seen them work before, puppeteers, and that's admirable. Now if only they get off their slimy asses and put their talent to some use besides feeding their egos. Okay. Kläre mich über die Clans auf. Sure. Natürlich. Offenbare mir ein anderer Clan. Den Tratsch über die Tremere. Mages. I don't have any reason to trust them. They're creepy. I think they like it that way. But to be honest, I don't know much about the Tremere. There's a few in LA, but all in all, there's not that many of them. Okay. Kläre mich weiter über die Clans auf. Natürlich wieder über andere Clans in Vendrue Veridas. Well, they get a bad rap, if you ask me. Everyone likes to take shots at the man in charge. But when it comes to getting the job done, the Vendrue know how to step up. They can take the heat. Okay, kannst du mir über die Sekten Aufschluss geben? Ja. Unterrichte mich über die Anarchen. Anarchen. The Anarchs. Yeah, I respect what they do, schedules liberty and all that jazz, but they're kidding themselves. Whatever, there's an ounce of power to the act, only people digging each other over. You think the Camarilla invented that? Was weißt du über den Mann mit dem Namen der Nummer? Kläre mich über die Clans auf. From what I hear, he's a likable sort, and that's a problem. Nines Rodriguez is the kind of guy you want on your side, and more kindred go anarch every day, cause of him. Werden seinetwegen täglich zu Anarchen, okay? Ich sehe, wen von meinem inneren Auge. Nee, das zeige ich jetzt nicht. Ja. Kläre mich über die Camarilla auf. The Camarilla works. When you let vampires run wild, you wind up with Kate frenzying in the streets, then Bloodsborne with Masquerade, and hunters sniffing around. Law and order is the kindred's friend. Erzähl mir mehr vom Spaßmacher. Katif, Katif, die mutterlosen Hunde. Von dünnem Blut und kurzem Leben. Ich überlasse dich deinem schwarzen Bart. You said it. Here he goes, but the farther down the bloodline you are from Cain, the weaker the blood is. So if you're, say, 5th generation, the blood is strong. If you're 15th generation, you barely qualify as a vampire. A thin blood. Bist du so gerade noch ein Vampir? Alles klar. Nun, dünnes Blut, kaum wahrnehmbar, und doch werfen sie lange Schatten. Kain, du sprichst von ihm, dem Ungesehenen. Erzähl mir von dem Jäger des Teufels, den Teufeln Gottes. Hunters.
Humans who hunt vampires, most are half-cocked yokels, who also say they've been abducted by UFOs. The real hunters are trained by secret societies, holy orders of the church that have existed since the Middle Ages. Fear them. Okay, ich bin schon fort. Dankeschön. Du bist ein ganz netter Typ, hast sogar einen Computer in deinem Öldank. Hi. Ich guck mal kurz. Nee, ich geh zuerst die Quest abgeben. Jetzt werden wir bestimmt nochmal kämpfen müssen. Kann man da eigentlich richtig Bunny hoppen? Ich glaube nicht. Warte. Fast. Fast kann man Bunny hoppen. Fast. Wo ist er hin? Hey! Ich wollte meine Quest abgeben. Die Lagerhalle liegt nun auf dem Grund des Pazifiks. Einzelteile stecken in einem Rasen in Pasadena. Erstatte sie Prinz Lacroix im Wittürk-Dauer in Downtown-Bericht. Okay, der ist nicht mehr da. Richtig voll geblutet, geht einfach weg. Der ist auch noch nicht da, wa? Die Kiste bekommen wir immer noch nicht auf. Ne. Wie sieht's eigentlich aus? Wir haben 7. Schlösser knacken. Wie sieht's mit Verführung aus? Da muss ich auch überall viel ausgeben. Machen wir Verführungskunst noch höher. Oh, das kostet 8. Dann machen wir trotzdem Verführung höher. Verführung auf 5. Ja, ich will unbedingt Verführung höher machen. Oh yeah. Gut, dann gucken wir mal hier zum Asylum. Ob die jetzt noch immer mit ihrer Knarre dasteht? Ups. Ah. Ups. Das wollte ich jetzt nicht. Ich will immer mit der linken Maustaste die Türen aufmachen. Die ist auch nicht da. Gott, richtig nice Bad. E-Mail. Sosk. Das wurde jetzt nicht gehackt, oder? Ne, warte. Ich aktiviere mal kurz Auspacks. Ganz Rock. Die hat nur 2 ungelassene Nachrichten. Mecken. Nee. Ah, schade. Kann ich nicht hacken. Ich darf hier auch Auspacks nicht aktivieren, leider. Finden wir irgendwelche Hinweise? Nee. Red mal mit den Gästen hier. Ich trinke jetzt. Aha. Seit ich reingekommen bin, kann ich die Augen nicht von dir lassen. Hey, solltest du nicht in deinen Träumen sein, Schönheit? Was sagst du zum Wetter? Nicht schlecht, was? Okay, was ist, wenn ich das mache? Du siehst aus wie meine Ex-Freundin. Hast du zufällig eine Website? Ich glaube, ich habe Bilder von dir. Okay, die ist wirklich nicht da, ne? Alles klar. Oh, die sieht interessant aus. Mit der hätte ich gern geredet. Okay, unsere Jeanette ist nicht da. Unser Typ ist nicht da. Für den Mörder haben wir noch zu wenig Infos. Da ist ein Taxi. Wohin? Weg von hier. Ändern Sie meine Seele? Schicken Sie diesen großen gelben Käfer meinem Schicksal entgegen. Warum rede ich mit Ihnen? Ich gehe nirgendwo hin. Down, down. Okay. Wow, alles Klärchen. Did you go to our warehouse and get away with it?
keep moving. With their torch. Rumble seems to like you. Good effort. Execution needs a little work. You look like shit. Name's Nines. Ich wollte sie gerade vernichten. Was ist mit Nummer 1 bis 8 passiert? Same thing that happens to a lot of banners now. But you already know that somehow, don't you? Careful, Newbie. This ain't the birds. Aufpassen, Sir Newbie, das hier ist kein netter Vorort. Wollte sie gerade vernichten. Was meinst du? Ich lasse es ja in Rufweite wissen. Dein Gesicht kenne ich irgendwoher. Bist du auf der Conflicts-Backung? You do that. Me? I got things to deal with. Why don't you pay me a visit at the last round tonight? I don't know what you've heard so far, but it's time you heard the real story. Was du bisher gehört hast, aber es ist Zeit, dass du die wahre Geschichte hörst. Ich mag Geschichten. Wenn mich meine Wanderung dorthin führt, so sei es. Stay out of trouble, kid. Halt dich vom Irrgefühl! Ich bin ein Vampir und werde einfach so mit einem Baseball-Bat mit einem Schlag umgeknüppelt. Hallo, Prokadal. Lupera. Also egal, welchen Charakter sie mir hier entgegenschmeißen, ich glaube, meiner Jeanette bleibe ich treu. Das kann ich euch schon verraten. The last round. Keiner unter der Brücke. ein Graffiti-Sprüher. Aber wenn Kumpel von mir sagen würde, ein Graffiti-Werfer. Alles klar. Beeindruckende Bauwerke. Okay. Servus. Okay, was ist das? Das ist ein Riesenhaus. Das ist eine Mega-Parkanlage. Da komme ich sogar rein. Können wir erstmal das riesigste Gebäude hier abchecken. So Kuschelnute. Empfangsbrille bei der Nachtschicht. Ist das nicht was? Halten Sie sich an mich. Ich komme ganz groß raus, Baby. Ah, Geleckringel. Ich würde gerne den Turm besteigen. Auch mein Weg führt nach oben. Dein Herz schlug in Santa Monica für mich, aber mein Herz schlägt für niemanden. Alles klar. Na, Kreuz. Ich suche mit dem Namen LeCroix. Sebastian, ich habe keinen Sorgen des Junges. Vielen Dank. Dann bin ich. Okay, das bin ich. Falls Sie sich wundern. Chunk? Ein Brocken? Wovon? Es gibt ein noch größeres Stück. Ich brenne deinen Namen in mein Hirn. Ist ja überhaupt nicht groß. Ah, das wollte ich eigentlich auch gar nicht. Ich wollte nur versuchen, ob ich die irgendwie aufmachen kann. Aha. Okay, ich komme nur auf BH. Annahme, dass du habest das Lagerhaus zerstört. Dies ist korrekt, nicht? Ja. Ja, dein Erfolg nicht behindert. Blutiger Merkur, Doppelzunge, Dino-Mörder, Wolfsmensch. Auf dem Merkur gab es keinen Sprengstoff, aber ich habe welchen gefunden. Yes, yes, I'm sure it was quite an experience. You've done well, circumstances being what they were. I will admit, not many in your position would have overcome such a trial. But don't misunderstand me. It was no fool's end. You may yet prove to be a genuine asset. It's a bit disturbing the lack of talent within this organization as of late. Tell me, what would you say to doing a bit of reconnaissance for me? Was soll ich sehen, was Sie nicht sehen? Wenn Sie sagen, springen, dann sage ich, wie weit? Lassen Sie etwas vor meiner Nase baumeln. There have been whispers, spreading around the Kindred community concerning the Elizabeth Thane. The cargo ship that was towed in the port recently. Have you heard of it? Hafen geschleppt wurde, hast du davon gehört? Sie hören es auch? Ich meine, fahren Sie fort. Ich habe diese Flüsterstimmen ignoriert, erzählen Sie mehr. The Dane was found out at sea. The reports say that it was about two, but they have yet to... The police are investigating the Dane as we speak.
Even the Nosferatu have little information on what's been found. However, the reason the ship has caused such speculation is because it was transporting an object called the Ankaran sarcophagus. Now, I'm not one to predicate a decision based on conjecture, so what I need is fact. And more importantly, I need evidence that the occurrences on the game were not supernatural in nature, and in no way related to this Ankaran sarcophagus. Helfen Sie mir zu verstehen, warum dieses Ich. Nun, ich gründe meine Entscheidungen nicht auf Spekulation, daher brauche ich Fakten und zwar solche, aus denen hervorgeht, dass die Ereignisse auf der Dane nichts Übernatürliches waren und in keiner Beziehung zu diesem. Aha. Nein, ich habe die Prüfung bestanden, jetzt bestehe ich darauf zu gehen. Ich weiß nicht, ich mag den Typen nicht. Gar nicht mag ich den Typen. You will go to the Elizabeth Dane. Aha. Ich habe keine andere Wahl. Three objectives. One, I want you to examine the sarcophagus for anything unusual. You may sense something peculiar about the sarcophagus. In fact, many kindred in the city have reported an uneasiness in the air since the Dane's arrived. Circumstances open the uncommon sarcophagus. Secondly, the police have begun their investigation. Find out what they have concluded thus far. Thirdly, take the cargo manifest for the ship. I want to find out what else it was carrying. The last thing we want is police aware of our existence. So, be careful what you confront. And unlike the warehouse, you cannot wholesale slaughter a ship full of lawmen without consequences. Is this understood? Good. And it has come to my attention that you had an encounter with Nans Rodriguez earlier. The man so does love to throw that cretinous charm of his brashly about. What exactly did Mr. Rodriguez say? I mean, man, last round, mehr runterschmeißen. You should go humor the by the numbers rhetoric he's so desperately aching to spew. Oh, please, before the chance of fascist oppressor from that dive of theirs clog the air and choke the local cunning. Rücksichtsvoll wie ich, bin ich noch da. Give the Anarch community my regards. Der war gut. Ich bin voll unfreundlich zu dem. Ich mag den nicht. Ich mag den nicht. Ich will für den keine Mission erledigen. Und wir gehen jetzt schon mal ins Last Round, damit ich das für nächste Folge nicht vergesse. Wo war ein Last Round? Ich gehe gleich mal da entlang, vielleicht ist da was zum Saugen. Ah, da ist der Last Round. Scheiße. Ah, scheiße. Für die Güte der... Ja. Ich kann nicht schnell speichern, wenn wir im Gespräch sind. Na, wenn das mal nicht unser Stadtgespräch Nummer 1 ist. Das Omi-Aushängeschild für die Güte der Camarilla. Was lässt der Prinz seine kleine Flamme denn heute machen? Der Spaßmacher spielt sein Spielchen und schickt die Bauern an die Front. Wie du aussiehst, ich suche den Mann mit dem Namen der Nummer. Grüße, Helder, Skelder. Ich bin schon weg. Gut, dann danke ich euch fürs Zuschauen und ich hoffe, ihr schaltet auch in der nächsten Folge von Let's Play The Vampire Masquerade Bloodline wieder ein. Ciao!